Wir haben die ersten 3 Jahre schwer gehabt. Und wir sind hineingewachsen in den Aufbau. All das ist weg und geht nicht mehr. Was vorher ein hoher Wert war, weg. Radikal weg. Und da kommt nun so eine Mannschaft, die in einem friedlichen Umfeld zeigt, dass die Deutschen nicht mehr nur die Bösen waren. Und das hat die enorme Wirkung gehabt. Fußball war natürlich unser Leben, wenn man das mal so sagen darf. 1954, als nun die Weltmeisterschaft begann, besuchte er mich. Und dann haben wir beschlossen, dahin zu fahren. Auf dem Motorrad. Auf dem Motorrad, wir beiden. Guck mal, da bist du. Im Lederkäppchen natürlich. Ja, als wir nach Bern gefahren sind. Und es gab eben offiziell keine Karten mehr. Die wollten wir da auf dem schwarzen Markt kaufen? Gucken, 6 Franken kostet sie, glaube ich, offiziell. Okay. Guck mal rauf. Ja, 7 Franken waren sie gekostet. Die haben aber 20 bezahlt. Du, ich glaube, es waren 25. Und offiziell war der Preis, hier steht es ja, 6 Franken. Wir hatten jeder 25 Franken bezahlt. Ich erinnere mich nur, dass man 20 Franken bezahlt haben, aber es kann auch etwas mehr gewesen sein. Und hier ist das Autogramm von Toni Turek. Ach. Mein Sohn hat gesagt, du kannst alles vererben. Dies hier, das kriege ich. Neben mir lief ein Mann im Trainingsanzug. Und ich hatte die Eintrittskarte so in der Hand. Und da dreht er sich zu mir um und sagt, nun gib schon her, du kriegst dein Autogramm. Deutschlands Fußballfans haben sich aufgemacht und sind zu Zehntausenden nach Bern gekommen. 3 Minuten später, ein Fehler der deutschen Abwehr und Schibor schießt das 2. Tor. Es sieht nach einer Katastrophe aus. Ja, wir haben dann 0-2 natürlich dann schon einen Gang runtergeschaltet. Also da muss ich ehrlich sagen, da fiel mir die Flappe runter. Ne? Ja, die Mannschaft, die hatte ja sogar England im Wembley-Stadion geschlagen. Und deshalb galten die als unschlagbar. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund mit Ferran schießen. Ferran schießt, Tor! Man konnte es gar nicht glauben. Ja, natürlich, das war so eine Überraschung. Zuletzt haben also die Ungarn noch mal massiv gedrückt. Und ich meine, Fußball spielen konnten die ja nicht. Also der Puskas, der schlug ja Pässe, die... Das war schon was, nicht? Auf, 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 auf! Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3-2-Toren im Finale in Bern. Ich glaube, man kann sich auch gar nicht klar machen, was das hieß damals. Mir selber ist es hinterher aufgegangen. Donnerwetter, das ist ja ganz was Exzeptionelles, ja? Für die Generation über uns, die aus dem Krieg kam, für die war das auf einmal eine Erlösung, dass die Deutschen nicht mehr nur die Bösen waren und im friedlichen Sinne was leisten konnten. Sag mal, da ist ja die DKW. Das ist ja die DKW, RT 125, das gibt's ja nicht. Ja. Das ist ja eine gelungene Überraschung, das ist überraschend. Ja, das ist genau die Maschine. Ach, König, du alter Stratege, du. Ich werde verrückt, du. Ich muss jetzt mal die Fußstützen richtig haben. Ja, vor allen Dingen, die Träger nicht zu sehr wackeln. Mir wurde ja Gas gegeben, ne? Der Führerschein. Das Läppchen da, ja. Ja, hervorragend. Ich möchte einfach gleich losfahren, damit der Biss.